Ich bin konzentriert noch ein bisschen zu stark. Ups. Warum sind hier halt die ganze Zeit Polizisten? Schon ziemlich lange her. Wie geht's dir? Ehrlich gesagt, geht's mir schon besser. Was ist denn los? In der Nacht, als Jackie starb. Sagen wir, seitdem laufen die Dinge nicht gut für mich. Sé cómo te sientes. Todos lo sabemos. Ich bin gerade dabei, eine Ofrenda zu machen. Es ist noch so viel zu tun. Danke, Cielo. Aber ich schaff das. Dass du kommst, um Lebewohl zu sagen, reicht. Ich möchte an der Zeremonie teilnehmen. Aber ich meine, richtig, wie es die Tradition verlangt. Aber ich habe einfach nichts Gutes, was ich ihm mit auf den Weg geben kann. Du trägst das Herz am rechten Fleck, Niño. Keine Sorge, das ist nur symbolisch. Such in seiner Garage, seine Vergangenheit, findest du alles dort. Jackie hatte eine Garage? Er hat sie meistens für sein Motorrad gebraucht. Aber vor einer Weile ist er da selbst eingezogen. Dort findest du ganz sicher was. Ich soll wirklich in seinem Zeug wühlen? No, mijo. Er ist fort. Und Begräbnisse sind für die Lebenden, nicht für die Toten. Hier, der Schlüssel. Danke, Mama Wirt. Ja, ich bin jetzt eigentlich sein Motorrad. Das bewundere ich. Die Garage ist am Republic. Alter Weg. Ivy. Immer öfter her und sitze und warte. Eine Stunde, manchmal zwei. Ich weiß, das ist blöd, aber ich vermisse ihn so sehr. Willst du dich zu mir setzen?
Überhaupt nicht blöd. Nur menschlich. Vielleicht. Jack hat viel von dir gesprochen. Hat immer gesagt, wie viel du ihm bedeutest. Hat er das wirklich gesagt? Bestimmt nicht so, oder? Mag sein, aber er hat so gemeint. Da bin ich sicher. Du kanntest ihn wirklich. Den echten Jackie. Alle anderen hielten ihn für einen Spinner mit Ecken und Kanten. Aber sie hatten Unrecht. Wie hast du ihn erlebt? Weißt du, was er mal zu mir gesagt hat? Dass er eine Kugel für mich haben würde. Selbst wenn er dabei drauf geht. Die Worte eines echten Haywood-Jungen. Ein Mann mit Träumen. Ziel. Und jetzt haben die ihn das Leben gekostet. Da drin ist viel von seiner Vergangenheit. Mama Wells bereitet einen Abschied für Jackie vor. Ich brauche etwas, das ihm wichtig war. Hilfst du mir beim Suchen? Ich glaube, ich sollte da nicht reingehen, wie... Noch zu früh? Nein, nicht deshalb. Mama Wells und ich verstehen uns nicht gerade gut. Sie würde nicht wollen, dass ich seine Sachen anfasse und sein Andenken störe. Jackie würde es aber wollen. Das ist wichtiger. Na los. Er hat gern an Motoren gebastelt. Mit 15 saß er das erste Mal auf einem Bike. Echtes Wunder, dass er nie den Asphalt geknutscht hat. Noch voll? Seine Lieblingssorte. Seine strategische Reserve. Nicht anfassen. Warum nicht? Kein Man Cave ist komplett ohne sowas, hm? Er meinte, das sind Sammlerstücke. Der abgedruckt, ja, ja. Ganz nackt, in Not da, weil sie nicht mehr produziert sind. Ah, ja. Er war der Erste, der bei den Valentinos ausgestiegen ist. Wie Jackie? Die beiden wollten mehr vom Leben. Dante ist jetzt Kapitän der NC Blackouts. Jackie hat gern Gewichte gestemmt, hm? Er meinte, das sei seine Art der Meditation. Hat immer gesagt, Handeln sind die besten Zuhörer. Verstehen deine Probleme und geben keine dummen Ratschläge. Das hängt dir sicher seit 2020. 2020? Geil. Verschlossen. Was da wohl drin ist? Seine Höhle. Da hat er geschlafen. Ein anderes Schloss? Sehen wir uns um. Vielleicht ist der Schlüssel hier irgendwo. Wem die Stunde schlägt? Ernest Hemingway. Jack hat das unzählige Male gelesen. Immer vor großen Jobs. Meinte, der Typ, der es geschrieben hat, war tougher als Morgan Blackhand. Hast du es gelesen? Ist es gut? Ich kam leider nie dazu. Wäre aber ein schönes Andenken für die Offrender. Gefunden. Oh, Jackie. Ist das ein Mandala? Puh. Lange Geschichte. Hey, alles okay? So viel mehr als nur okay. Ich habe Jackie mal gesagt, er soll die dunklen Energien von hier verjagen. Zum Beispiel mit einem Sandmandala. Er meinte, aus Sand würde er uns ein Schloss bauen. Ein Heim für die Familie, eine Festung. Irgendwas. Hast wohl einen größeren Eindruck hinterlassen als gedacht? Das hab ich wohl. Ist es nicht ein wenig... schief?
Es ist furchtbar. Aber auch das Schönste, was ich je gesehen habe. Ein Aquarium? Das gehörte Taco. Und Taco war... Sein Fisch? Zwerghai. Echt winzig. Klingt nach einem ziemlich teuren Fisch. Jackies Lieblingstequila. Noch zu. Nein, ein Glücksbringer. Eine der allerersten Flaschen von Jesus de Abajo. Dem Gründer von Sensón Tequila? Davon gibt's weltweit nur noch 100 Stück. Gehören alle den Reichsten der Reichen. Wie hat Jackie die bekommen? Eine uralte Abuela hat sie ihm in Mexiko verkauft. Meinte, der Abajo hat ihr Rezept geklaut. Ledergürtel? Eine Art Andenken. Sein Vater hat ihn und seine Mutter immer damit geschlagen. Bis sich Jackie eines Tages wehrte. Hat ihn krankenhausreif geprügelt und gesagt, beim nächsten Mal bringt er ihn um. Dann war der Alte weg. Warum sowas aufheben? Weil sein Vater zurückkommt. Das muss Jackies Vater sein. Oldschool-Gänger. Valentinus natürlich. Kanntest du ihn? Nur vom Hören sagen. Hat bei Jackie aber nicht gerade schöne Erinnerungen geweckt. Erstmal Jackie beklauen. Das würde doch passen. Hey, du hast etwas für die Ofrenda. Aber wir könnten uns noch ein bisschen umsehen. Lass uns gehen. Weißt du wie? Ich bleibe noch ein wenig. Ich verabschiede mich hier. Mama weiß, wenn mich eh nicht mehr. Komm jetzt, Lisa. Es ist ein gutes Recht. Ich will Mama Wells nicht im Weg sein. Du warst seine Familie. Da hast du wohl recht. Ja. Danke, Vi. Also, gehen wir? Wolltest du Night City je den Rücken kehren? Ja. Einmal habe ich es sogar versucht. Echt? Wie das denn? Bin mit gepackten Taschen ins Flugzeug nach Nepal. Dort wollte ich bleiben. Aber nach einer Woche habe ich es ohne Verkehrslärm und schreiende Nachbarn nicht mehr ausgehalten. Bei mir steht irgendeine XP-Anzeige oben links, wo gerade Zeit runterläuft. Naja, besser als. Mein tiefes Beileid. Er war ein guter Junge. Dann hebt das Glas. Oder mehr. De acuerdo. Das werde ich. Schön, dass du da bist. Wir fangen gleich an. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Ich werde euch nicht berichten, wie mein Sohn war, oder jammern, wie sehr er mir fehlt. Nein, ich erzähle euch eine Geschichte. Als er vielleicht 19 war, war Jackie ein Valentino. Damals hatten sie Krieg mit Maestro. Ich erhielt einen Anruf aus dem Krankenhaus. Er wurde dreimal angeschossen, knapp am Herzen vorbei. Als ich ankam, war er bei Bewusstsein.
Überall waren Schläuche. Mein Junge sah aus wie ein Tintenfisch. Er sagte mir, mach dir keine Sorgen, Mama. Sieh, ich bin kugelsicher. Mir wird nie was passieren. Als ich ging, nahm er seinen Valentinos-Ring ab. Hat mir gesagt, er braucht ihn nicht mehr. Nicht, weil er Angst hat. Er wollte nur, dass ich mich sehe. Das ganz ein Pass, Mijo. Wir Mitglieder des Night City Devils Boxclubs haben ein Sprichwort. Mach die, die dich K.O. schlagen können, zu deinen besten Freunden. Ein guter Rat. Jackies Arm war wie eine Kanone. Keiner hat mich je so hart geschlagen. Ich spüre es noch heute. Zwölf Runden, Kumpel. Yo. Lamenta no estar aquí. Todavía le quedan cuatro años que cumplir. Que leyera esto. Recuerdo cuando Jackie se nos unió. Era un niño fuerte. Cuando decía que iba a hacer algo, cumplía. Tenía honor. Podría haber llegado lejos. Mis condolencias a la familia. Que descanse en paz. Noch jemand? Ich erinnere mich gern daran, wie Jack und ich uns das erste Mal begegnet sind. Damals hielt er mir eine Knarre an den Schädel. Dann kreuzten die Bullen auf, haben uns verprügelt. Daran waren wir beide schuld. Aber wir konnten entkommen. Eine halbe Stunde später saßen wir bei Mama Wells zum Abendessen. Wir hatten mehr gemeinsam, als wir dachten. Prinzipien. Jackie Wells. Freund, den man sich wünschen kann. Und so loyal, wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat. War er bereit, dafür zu sterben? Er sagte einmal, Brother, wir dürfen keine Angst vor den anderen haben. Für seine Lieben. Hätte er sein Leben gegeben. Und das ohne zu zögern. Aber das Wichtigste. Alle hielten Jackie für den lächelnden Charmeur, der in allem und jedem das Beste sah. Sie hatten Unrecht. Jackie Wells war ein ehrgeiziger, hartnäckiger Typ, dessen Tatendrang ihn am Ende das Leben kostete. Aber er hat im Leben immer getan, was er gesagt hat. Auf der Suche nach Ruhm und Ehre. Und dabei nicht mal ansatzweise erfüllt von Angst. Ein starker Junge aus Haywood. Ruhe in Freude, Chum. Ich möchte einen Toast aussprechen. Por mi hijo. Danke für deine netten Worte, Vi. Ich bin froh, dass du gekommen bist. Die Offrenda war wirklich schön. Noch ein Drink? Für Yakito? Die Valentinos haben Jackie also nicht vergessen. An solchen Tagen sollen selbst die härtesten Hurensöhne ihren Respekt. Prinzipien.
Jackie hat danach gelebt. Haben ihn angetrieben. Gerne. Für Jackie. Amen, Bruder. Campo ist echt fertig. Meinte, er hat einen Bruder verloren. Ich nehme noch einen. Deinem Tod auch sein. Trink so viel du willst. Fang jetzt nicht mit sowas an. Nicht heute. So viele Leute sind gekommen. Selbst dieses Mädchen, auf das er sich eingelassen hat. Verabschiedest du dich hier von einem der deinen, Padre? Ich verabschiede mich von einem guten Mann. Ich muss weiter. Geh mit Gott. Ich vermisse ihn. Jetzt schon. Ich auch, Capran. Ich auch. Auf Jackie. Unterwegs zu einem besseren Ort. Jackie Wells. Ein stolzer Sohn Haywoods. Muss weiter, Vic. Klar, wir sehen uns, Vic. Hey, alles okay? Ja, schätze, ich bin mit meinen Gedanken immer noch in der Garage. Gib mir einen Moment. Hey, du! Trinkst du mit uns? Auf Welles. Na gut, warum nicht? Auf Welles. Möge er in Frieden ruhen. Er weiß, wann Schluss ist. Schnauze jetzt. Vamonos. Ihr Name ist Misty. Was? Misty. Und sie war ihm sehr wichtig. Verstehst du? Na los, lade sie doch mal zum Essen ein. Das wäre das Mindeste. Weißt du was? Du bist ein guter Mann. Jackie würde wollen, dass du es bekommst. Ganz sicher? Jackie würde mich umbringen, wenn das Teil auch nur einen Kratzer abkriegt. Dann zerkratzt es eben nicht. Danke. Ich werde gut darauf aufpassen. Naja, jetzt weiß ich, ob ich das wirklich mache.
Oh, zur nächsten Mission. Kilometer. Dich vielleicht verwählt. Das letzte Mal habe ich deine Visage unter meiner Faust gesehen. Ach, du weißt schon, Sauerling von gestern und so. Wichtiger ist dieser super Job. Leicht verdientes Geld. Komm ins Coyote und ich erzähle dir alles. Die erste Runde geht auf mich. Das ist gut. Okay, bis gleich. Super. Hab immer gesagt, dass du clever bist. Du sagst viel, Kirk. Viel Bullshit. Nee, diesmal nicht. Diesmal ist alles so, wie es sein sollte. Warte besser nicht zu lange. Also, wir sehen uns. Ich kann schon bestimmt treffen. Oh.
Hier merkt man auch richtig, dass es nicht so bevölkt ist. Sehr mehr. Dieses Takedown mit in der Luft habe ich schon, also aus der Höhe habe ich noch nicht so richtig verstanden, wie das funktioniert. Genau. Was wird das Silber jetzt von mir? Scheiße. Bevor du das machst. PT, C1, C1 und dann 55. B1, B1, B1. What the fuck?
Okay. Also, damit habe ich nicht gerechnet. Gerutscht. Wie soll ich denn die besiegen? What the fuck? Die nimmt überhaupt keinen Schaden. Thank you.
Okay, die bringen ja überhaupt nichts. Was haben wir denn noch? Brandgranate? Splittergranate? Ah, da steht sogar, wie viel die machen gerade. Was ist das hier? Blendgranate. Aufklärung, Biogranate. Was? Die war doch tot! Da war doch 0% und... Ich verarschen. Dann eben so. Muss ich halt so machen.
Ja, muss ich halt das so machen mit Granaten. Ich wusste jetzt nicht, was das Objekt sein sollte. Oh Gott. Wer weiß, egal.
Ups. Das ist einfach der Luftgläser. C1, C1, 5, 5. Oh, ich kann noch eins. C1. Na, no, oh doch, oh, oh. APT. Willst du was? Ich hol dich hier raus. Was?
Bei manchen. Ich hoffe, es ist diesmal besser. Dummes, wertloses Stück Scheiße! Ganz ruhig. Du musst mir helfen, ich flehe dich an. Deshalb bin ich hier. Komm schon, aufstehen. Geht sogar barfuß. Kopf runter. Da geht's hoch. Glück gehabt, aber verlass dich noch nicht drauf. Steig ein. Die Karre bringt dich in Sicherheit. Pass auf dich auf. Wir haben deine Frau. Ich sage Bradley Bescheid, dass Lauren in Sicherheit ist. Danke für deine Hilfe. Auftrag erledigt. Wie geil. Das Einzige, was ich mich noch an das Spiel stört, ist die Steuerung.
soll ich denn da rein? Da ist eine 5, da ist eine 7 und die letzte 7 wäre... Okay. Ha, 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 ha. 5, 5, 7, A, A. Okay. Aber wie komme ich denn da jetzt dahin? Ich habe keinen Anhaltspunkt, wie ich da reinkomme. Wer weiß. Das verstehe ich noch nicht. Oh, yeah. Bei deiner Arbeit sind Schnelligkeit und Bücherirrling, was da du mit Beinbrüchen zu tun haben scheinst, darfst du.
Kann ich mich mal umsehen? Was kaufst du denn? Hast du das ein Satz bekommen, Länder aus Künstler für die Einschuhe von Items? Oh, cool. Oh, kannst du auch Spiele holen? Die Oma, geil. Schmerz in sich. Etwas, das er nicht loslässt. Und das hört man. Könnte ein bisschen mehr Charisma haben und die Akkorde besser treffen, aber so alles in allem gar nicht mal so übel. Aus deinem Mund klingt das fast wie ein Lob. Hast du auch so angefangen? Straßenmusiker mit großen Ambitionen. Sehr witzig. Ich habe nicht von Ruhm geträumt. Hatte alle Hände voll zu tun, damit die Welt wach zu rütteln. Weißt du was, du hast recht. Ich bin gescheitert. Die Konzerne ficken diese Stadt genau wie vor 50 Jahren. Aber glaub bloß nicht, dass ich tief in meinem Inneren das nächste Teenie-Idol sein möchte. Ich gebe einen Scheiß auf kommerziellen Kram. Schon gut, du Künstlerprinzesschen. Immerhin hattest du ein paar Gigs. Habt ihr Erinnerungen gesehen? Ja, wir haben überall gejammt. In Parks, Fabrikhallen, Underground-Clubs. Und damals haben die coolen Leute uns gefeiert. Einige haben es aufgenommen und geteilt. Oh, du meinst, man kann noch irgendwo alte Samurai-Bootlegs finden? Ich feier dich und kreische wie ein kleines Groupie. Jetzt mal Spaß beiseite. Glaubst du, dass es nach all den Jahren solche Aufnahmen noch gibt? Das Rainbow Cadenza ist nicht weit von hier. Haben wir früher ein paar Mal gespielt. Geiler Schuppen für Leute, die echt was von Musik verstehen. Vielleicht wissen die ja was. Johnny? Ich glaube, dein geiler Schuppen ist heute eine schmierige Fressbude. Hirnloser Kapitalismus, wie er leibt und lebt. Man kann nicht immer gewinnen. Deshalb sollte man gefallene Krieger ruhen lassen. Andernfalls müssen sie mit ansehen, wie alles, wofür sie gekämpft haben, vor die Hunde geht.
Du bist es. Vielen Dank nochmal für die Rettung. Letztlich keine Rettung war. Das ist unter mir. Ach, das ist eine Glaskuppel. Oh, fuck. Sag mal, weißt du was über Bootlegs von damals? Aus dem Rainbow Cadence? Zum Beispiel von Samurai? Samurai. Samurai. Ha, dieser rote Fratze? Ja, die alten Knacker kenne sogar ich. Manchmal kommt hier rein ziemlich alter Kerl im Samurai-Shut rein und spricht stundenlang mit den anderen verrückten Fans. Du weißt nicht zufällig, wo ich ihn finden kann? Doch, in den 20ern, wo er hängen geblieben ist. Manchmal sehe ich ihn aber nebenan auf dem Markt. Heißt das, er kauft da manchmal ein? Das heißt, du könntest bei ihm was kaufen, wenn du denn wolltest. Er dealt mit alten, staubigen Tapes von alten, staubigen Indie-Bands, die keine Sau mehr kennt. Geil, danke für die Info. Ah, bei der Oma. Gehört, du verkaufst noch richtige Musik. Was ist für dich denn richtig? Das ist doch genau was mit Opa. Ups. Eurodyne-Kram. Tainted Overlord. Was war das, Samurai? Soll das ein Scherz sein? Never fade away. Dancing with my ex. Chipping in. Ich hab sie alle. Silverhand war der Messias des Rock'n'Roll. Ich würde die Alben umsonst auf der Straße verteilen. Aber ich muss ja von was leben. Ich brauche was Richtiges. Also zum Beispiel Bootlegs von den ersten Samurai-Gigs. Von den ersten Gigs? Du hast ja keine Ahnung, was du da sagst. Und dann noch so gelassen. Keine Ahnung, wie du von den Bootlegs gehört hast, aber vergiss es. Die würde ich nie so einem Nachwuchsfan in die Hand drücken. Mich für einen Poser, hm? Ich weiß alles über Johnny Silverhand. Dann leg mal los. Beeindrucke mich. Ich weiß, was er beim letzten Treffen zu Carrie gesagt hat. Schlappschwanz, dass er sich Eier wachsen lassen soll. Hm, klar. Ich kann mir auch eine Million Unterhaltungen ausdenken. Ich war öfter hier, als das noch das Rainbow Cadenza war. Ein Bootleg wäre ein schönes Souvenir an die gute alte Zeit. Blödsinn. Du bist so jung. Als Samurai hier jammt, hast du noch nicht mal Zucken in den Kiroshis von deinem Vater. Geil. Woher weißt du, dass ich mein Gesicht nicht aus einem Katalog habe? Also gut, Punk. Beweis es. Wie endete der dritte Gig von Samurai? Hey, Johnny. Beweg deinen digitalen Arsch rüber. Wie lautet die Antwort? Wie wär's hiermit? Fick dich, wie? Ich bin nicht dein Schoßhund. Hallo? Jemand zu Hause? Verdammte Scheiße, John. Was soll das? Warum jetzt? Weil es Spaß macht. Ich langweile. Ja. Mitläufer-Visage nicht mag. Hast du einen Hänger in deiner Software? Hatten den dritten Gig im Cadenza. Ein kleines Feuer brach aus und ein paar Punks haben Bier drüber gekippt. Dannys Afro hat was abbekommen. Sie trug wochenlang eine Perücke. Tech Haar war unter ihrer Würde. Moment. Jetzt weiß ich wieder. Es hat gebrannt. Arme Danny. Die schönen Haare.
Das hätte ich fast vergessen. War das nicht Johnny? Er hat eine brennende Kippe ins Publikum geschnippt. Wow. Die Kippe von Carrie. Aber hey, irgendwie war Johnny ja immer dran schuld. Ich kann immer noch nicht glauben, dass du da warst. Aber was soll's? Nur ein echter Fan kann sowas wissen. Ja. Ich schätze, man muss dem Nachwuchs eine Chance geben. Vielleicht findest du ja was hier unterm Tisch. Siehst dir an. Vintage-T-Shirt. Ich danke dir. Nimm das Teil und verbreite Silverhands Worte. Tod den Konzernen. Man sagt, das Leben sei der beste Lehrer. Habe ich auch mal geglaubt. Sieh ihn dir an. Mindestens 60, aber lebt immer noch in 2020. Der ist dein größter Fan. Freut dich das nicht? Ich habe den Sarka Tower gesprengt, aber er steht immer noch. Was hat's also gebracht? Die Leute müssen endlich anfangen, nach vorne zu blicken. In die Zukunft. Sonst wird sich nie was ändern. 60 Jahre. Irgendwas muss sich verändert haben. Weißt du, was sich verändert hat? Die scheiß Fassade. Ein neues Interface hier. Ein neuer Synthosüßer Scopshake da. Ein neues Gesicht bei Arasaka. Aber alles der gleiche alte Mist. Es gibt Veränderungen. Auch wenn man sie nicht sofort sehen kann. Es passiert. Vielleicht. Aber wer erinnert sich noch daran, dass ein Mensch mehr ist als ein Fleischsack voller Implantate? Nice. Kawasaki, let's go party. Was ist denn das? Kohlnis müsste ich mal ins Rauch gehen. Warte mal, ich kenne das Quick-Hex. So, man das da von der. Hier, der Neutritt ist auch eines ist das von einem Quick-Hex. Ein Speicherpunkt. Oh, cool. Hochschütze aber nicht ohne Zickerchen. Sie versuchen dich zu hacken. Ja, das kann man mal machen. Nein, ich rolle rein. Auf der Karte geguckt. Scheiße. Guck mal, einmal zu viel auf der Karte, da boom.
Kawasaki, let's go party. Ah, ah, ah. Jemand versteckt die in der Wohnung in Kabuki. Aber ich weiß nicht, was dich da sonst noch erwartet. Sei vorsichtig. Bring sie mir zurück und ein paar Ripper werden dir sehr dankbar sein. Mehr Infos sind an beiden. PT, PT, 55, PT. PT, PT. Was noch? PT, PT, 5. Okay. Achso, man hätte auch von hier sein reinkommen. Verstehe, verstehe. Verlinkt in 55 PT 55 PT C1 Staff. Zack, zack, zack und zack. Kawasaki, let's go party. Ah, ah, ah. Natürlich muss so ein dicker Schnee hier sein. War ja klar. So, hier geht's auch hoch. Relativ easy, einfache Aufgabe. Oh. Ich bleib mal hier, bin jetzt ein kleines Zeug verkaufen, ja.
Kawasaka, Deco Party. Wie fährt sie denn? 300 und die 335. 350! Meine ganzen Klamotten hier verkaufen. Kawasaki, let's go party. Aus irgendeinem Grund. Was ist denn das leichte Punkjacke? Die Seltenheit dieser M wird nach 5 Upgrades episch und nach 12 legendär. Anzahl bisherige Upgrades. Ah, okay. Mit der Upgrades. Zerlegen, Ausrüstung verkleischen. Beende ich das mal für heute. Bestätigen.